Sie sind hier, 5. November 2018, 21.04 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Der VfL Osnabrück entschied das Spiel gegen Nördingen erst in der Nachspielzeit für sich. Urheberrecht Getty Images. Der VfL Osnabrück fährt den nächsten Sieg ein. Gegen Nördingen tun sich die Niedersachsen allerdings lange schwer, ehe ein Elfmeter für die Entscheidung sorgt. Der VfL Osnabrück hat die Tabellenführung in der dritten Fußballliga in letzter Minute ausgebaut. Gegen Aufsteiger KFC Uerdingen siegte das Team von Trainer Daniel Thione zum Abschluss des 14. Spieltages dank eines Handelfmeters von Marcos Alvarez 90:3 in der Nachspielzeit. Die Niedersachsen sind mit 29 Punkten Tabellenerster vor dem großen Rivalen Preußen Münster, 27. Die Krefelder, 22, verpassten dagegen den Anschluss an die Spitze. Tabelle der dritten Liga. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit brachte Verteidiger Christopher Schorch 56. die Gäste aus Krefeld nach Flanke von Weltmeister Kevin Großkreutz per Kopf in Führung. Nur wenige Minuten später erzielte Tim Danneberg, 63. den Ausgleich. Spielplan 3. Liga. Kurz darauf sah der frühere Bundesliga-Profi Maximilian Beister, 66. eine äußerst umstrittene gelb-rote Karte. In der Nachspielzeit bekam der VfL einen klaren Elfmeter zugesprochen, nachdem Manuel Konrad einen Kopfball nach einem Freistoß wie in einer Volleyballbewegung abblockte. Alvarez verwandelte souverän zu seinem achten Saisontreffer, von Sportinformationsdienst.